Was machen wir mit der Corona-Pandemie und diese mit uns? Weltweit machen wir alle ganz persönlich die konkrete Erfahrung, Zeit haben. Entschleunigung ist nicht mehr nur ein sehnsüchtig gebrauchtes Wort und eine Jahrhundertaufgabe für ein neues, nachhaltiges Verhalten, sondern es ist plötzlich ein aufgezwungener Fakt infolge der Pandemie. Entsetzlich ist, dass es die Viren sind, die uns ausbremsen und nicht wir selbst. Und jetzt nach 4 Wochen Homeoffice, ich bin ausgeglichen und heiter, niemand und nichts treibt mich. Nach 8 Stunden VDMD dekoriere ich um, räume im Keller und in der Küche auf und wie wunderbar sitze wieder an meiner geliebten Nähmaschine. Flicke, repariere, entwerfe, nähe um. Längst hatte ich vergessen, wie sich ein handwerklich selbst geschaffenes Stück anfühlt. Zum Stecken und Heften raus in die Sonne, in den Garten, den Duft genießen, den Salat angießen, mit Vila, unserem Hund und unseren Hühnern, La Curieux, La Noire und Baba schmusen, ein bisschen Fahrrad fahren, lesen, rein ins Tipi, das die Kindeskinder nach Corona fertig bauen und dann mit meinem Mann einen Biowein trinken. Gut so. Seit 15 Jahren hatte ich meine Tasche mit nicht reparierten, geflickten Modeteilen in einer verlorenen Ecke stehen. Füllte sich unser Keller mit Gruscht und hatten wir die gleiche Deko in unseren Räumen. Hieß mein ganz normaler Alltag, 8 Stunden Arbeit im VDMD und 8 Stunden für meine Firma Futurize Trendforschung. Jetzt komme ich zur Besinnung, zu mir selbst und auch auf ganz neue Gedanken. Lernen wir alle daraus? Ich hoffe es inständig. Gerade im Modebereich haben sich von Jahr zu Jahr die Viren der Gier, das Mehr, das Schneller, das Ich will der Erste sein, pandemisch vermehrt. Ist Corona das Gegenmittel? Nicht Corona zieht die Bremse. Es geht nur schneller. Corona zieht eine Grenze und schafft so Raum und Zeit für die gesellschaftlichen Entwicklungen, die schon lange im Gange sind. Die Menschen sehnen sich schon lange nach mehr Zeit füreinander, nach mehr Miteinander, nach weniger Erlebnishecheln, Urlaubsflüchten, abgeruft sein, omnipräsent sein, eben nach mehr Ruhe ohne Alltagshektik und getrieben sein. Schaffen wir es, das Homeoffice, ein von Vertrauen getragenes Arbeitsmodell wird, das kreativ schaffende Wertschätzung, Augenhöhe und adäquates Honorar erfahren, dass Konferenzen mehr und mehr online stattfinden, dass wir unsere Umwelt bewusster wahrnehmen und liebevoll mit ihr umgehen, dass Rücksichtnahme und Liebe unser gesellschaftliches Verhalten bestimmen, dass die Bereitschaft wächst, Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen, weltweit, dass Fehler zu machen nicht mit Schuldzuweisungen einhergeht, sondern mit Zukunftsdenken, dass Streitkultur mit Lösungen finden zu tun hat, dass das Wort Heimat nicht mehr mit Blut und Boden einhergeht, man möchte es nicht gebraucht haben, sondern dass Freundschaft, Nachbarschaft und Liebe das Gefühl dafür bestimmen, dass Heimkommen vertraut sein und wertschätzen bedeutet? Ich denke ja. Ich bin und bleibe ein Optimist. Ja.
Wir lernen und üben das. Ihre Mara Michel.